Hallo, mein Name ist Pierre Piel. Herzlich willkommen hier in der Severinstraße. Wie ihr seht, gehen wir jetzt zu GS Mode. Ist leider nicht ganz mein Zuhause, aber wir müssen hier einmal durch, um zu mir in die Wohnung zu kommen. Kommt mit. So, hier sind wir. Wie man sieht, muss man einige Treppen schaffen, bis man hier ist. Und das ist mein Equipment. Wie man sieht, habe ich ja hier schon zwei Gitarren liegen. Eine auf meinem Schoß und die andere bei meinen Füßen. Und das ist so auch mein Markenzeichen, denn die spiele ich mit den Füßen. Und die Akustikgitarre spiele ich mit den Händen im Lap-Tapping-Style. So, angefangen habe ich natürlich mit der Akustikgitarre. Habe ich einfach so angefangen mit dem Lap-Tapping. Das ist so, indem man einfach mit so perkussiven Elementen arbeitet, draufschlägt auf die Gitarre, auch hier ein bisschen kann man Rhythmus machen. Und da kam irgendwann die Idee in der Uni, in der Vorlesung, okay gut, ich muss ja auch irgendwas mit meinen Füßen können. Und dann kam ich auf die Idee, okay, ein Bass, irgendwie das kann ja jeder Gitarrist spielen. Und habe mich dann dran gesetzt und das tagelang geübt, bis es dann geklappt hat, mit den Füßen zu spielen. So, das größte Problem ist natürlich, wenn man so viele Instrumente gleichzeitig spielen will, dass man das ja auch alles von A nach B bekommen muss. Und da ich zurzeit noch kein Auto habe, muss ich das alles irgendwie mit der Bahn und mit dem Bus hinkriegen. Und das ist natürlich ein Riesenaufwand und jedes Mal körperliche Höchstbelastung. Und dafür habe ich mir mittlerweile aber so einen kleinen Getränkekistenkarren gekauft, wo ich schön den Amp draufspannen kann, noch eine Gitarre drauf. Und so reise ich durch Köln durch. Den Bass-Amp muss ich dabei meistens zu Hause lassen. Außer wenn ich dann doch irgendwie ein Auto bekomme, dann kann ich auch den mitnehmen. Ja, und so bin ich eigentlich meistens in Köln unterwegs. Ob jetzt für Straßenmusik oder Konzerte, so ist es einigermaßen erträglich. Aber ein Auto würde die Sache sehr, sehr, sehr viel einfacher machen. Dann könnte ich auch noch mehr Instrumente und noch mehr Sachen mitnehmen.